This is a Kestor Production. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Kestor und ihr seid die Zuschauer. Dienstag wie jeden Dienstag testen wir was, testen wir was. Und zwar habe ich heute für euch süßer Flammkuchen Schokoladentraum mit Trio Schokolade. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr schon mal sowas gegessen habt, so eine Schokopizza oder diesen Schokoflammkuchen. Würde mich interessieren, wie das euch geschmeckt hat. Den Ofen, den heizen wir jetzt vor auf volle Pulle, 250 Grad. Und dann kommt das gute Stück für 8 bis 10 Minuten in den Ofen. Ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Mit Schokolade was Süßes. Obwohl gerade Flammkuchen mag ich es eigentlich eher das Deftigere. Wir sind gespannt, also rinnt das Ding in den Ofen. Bis gleich. So, der Ofen ist jetzt schon schön heiß. Hier haben wir das gute Stück nochmal im gefrorenen Zustand. So sieht das Ganze jetzt aus. Also rinnt damit und 10 Minuten warten. So, die 10 Minuten sind um. Wollen wir mal nachschauen. Oh, das duftet schon gut. Schön braun und knusprig. Tada. Und da haben wir sie jetzt. Fertig und heiß. Der Flammkuchen ist fertig. Liegt ein schön süßlicher Duft in der Küche. Dann steht dem Probieren eigentlich jetzt nichts mehr im Wege. Ich nehme gleich mal hier das größte Stück. Schön schokoladig. Wir kosten. Knusprig auf jeden Fall, aber ich weiß nicht. Gut, wer jetzt auf Süße steht, für den ist das bestimmt was. Wer Schokolade mag, für Naschkatzen, da auf jeden Fall. Ich bin dann doch eher der Typ für das Deftigere. Mir liegt die nicht so. Ja, warm gut. Ne, um ehrlich zu sein, da können wir es dann auch bei ein Stück diesmal belassen. Bin mal gespannt, was mein Weibchen dazu sagt. Ich werde später auch noch mal probieren. Bin gespannt, was die sagt. Aber ne, für mich. Für mich ist es nicht, mir schmeckt es nicht. Schade. Schade, aber es kann ja auch nicht immer alles schmecken. Dann sind wir auch schon wieder am Ende. Der Flammkuchen, Schokolade, süßer Albtraum, der schmeckt mir nicht. Leider nicht kestotauglich. Alles klar, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Peace.